Das Hilfsmittel wechselnde Auswahl wird dann interessant, wenn Sie sehr umfangreiche Zeichnungen haben, wo unter Umständen auch mehrere Linien übereinander liegen können. Ich werde das mal simulieren, indem ich hier ein Rechteck zeichne, was im Prinzip hier teilweise auf unter dem anderen Rechteck liegt. Und wenn ich jetzt hier was auswähle, dann ist natürlich die Frage, was wähle ich jetzt aus? Das oder das Rechteck? Ist es zufällig das? Wenn Sie jetzt wechselnde Auswahl aktivieren, mache das hier mal aktiv, und den Rest aus, damit wir nicht irritiert sind. Das machen wir auch aus. Und ich gehe jetzt hier auf Klicken. Dann kommt jetzt hier die wechselnde Auswahl. Das kann ich auswählen. Nehme ich das oder nehme ich dieses? Ja. Das ist der Vorteil, wenn Sie mit wechselnder Auswahl arbeiten. Der Vorteil ist auch der, nehmen wir an, Sie haben jetzt hier Linien und manchmal sieht man gar nicht, dass die übereinander liegen. Machen wir das Otto an, damit ich hier eine Linie ganz gerade zeichne. Und jetzt zeichne ich eine Linie einfach oben drüber, mache das Objektfang an, damit ich die genau einfange. Und zeichne die Linie oben drüber. Das sieht aus, als wäre das ja eine Linie. Ja, wenn ich jetzt hier auf wechselnde Auswahl gehe, die ist jetzt noch aktiv, ja, und klicke jetzt hier drauf, dann sehe ich hier, aha, das sind zwei Linien. Ja, auch das ist manchmal ganz praktisch, ja, gerade wenn Sie hier AutoCAD oder automatisch erzeugte AutoCAD-Dateien bekommen von BIM-Systemen, wie zum Beispiel Revit oder Archicad, dann kann es auch passieren, dass mehrere Linien übereinander liegen. Ja, und das kann man dann mit dieser mit wechselnder Auswahl dann relativ schnell rausfinden. Ja, das kann manchmal dann zu Problemen führen, ja, in der weiteren Folge, wenn die übereinander liegen. Das soll man möglichst vermeiden, zumal solche Konstellationen, wo es dann nicht auffällt. Ja, und hier fällt es wenigstens auf, aber auch hier ist die wechselnde Auswahl ganz praktisch.